Internetzensur in der Türkei ist nichts Neues. Seit Mai 2007 haben wir ein neues Gesetz, das der Regierung erlaubt, tausende Webseiten zu sperren. Dabei waren auch die beliebten Seiten wie YouTube, WordPress, Metacafé und andere. Jetzt will die Regierung durch die Telekommunikationsbehörde, die BTK heißt, verschiedene Regeln und Prozeduren einführen. Das hat sie am 25. Februar entschieden. Damit wird ein Filtersystem im Internet installiert. Diese Filter sind obligatorisch. Die Regierung sagt, nichts wird sich ändern, wenn man das Standardprofil wählt. Alles soll sein wie vorher. Aber wie auch immer, all diese Profile lassen einen Zugriff auf die Usernamen und die Passwörter zu. So ist eine Überwachung möglich. Wir sagen nicht, dass die Regierung alle User überwachen wird. Aber es ist wesentlich einfacher für die Regierung, in meinen Internetverlauf zu sehen, wenn sie meine Usernamen und mein Passwort kennt. Dieses Regierungssystem trifft alle User ohne Einschränkung, weil es ein von der Regierung kontrolliertes und entwickeltes System ist. Und das riecht nach Zensur. Es gibt viel Druck hier und das Internet verunsichert die Regierung. Aber es trifft nicht nur die Netzgemeinde. Sie setzen alle Medien unter Druck: Zeitungen, Fernsehsender und Radiosender. Sehr aggressiv in einigen Fällen, um Kritik zu unterdrücken und Angst zu verbreiten. Und durch diese Angst versuchen sie, die Nachrichten zu kontrollieren. Sie nennen alle, die gegen diese Internetzensur demonstrieren, Pornografen, aber das stimmt nicht. Selbst wenn jemand sich Pornos im Internet anguckt, dann hat er das Recht dazu. Das sollte eine individuelle Entscheidung sein. Das geht die Regierung gar nichts an. Außerdem sind wir nicht alle Kinder. Es gibt sogar mehr erwachsene User als Kinder. Der Inhalt des Internets sollte nicht auf Cartoons und Teletubbies reduziert werden. Wir sollten selbst entscheiden können, was wir sehen wollen und was nicht. Ob es nun auf YouTube ist oder anderswo, und das ist eine individuelle Entscheidung, die die Regierung respektieren sollte. Sie benutzen diese Pornodebatte nur als Katalysator, um politische Inhalte und Meinungen zu kontrollieren. Sie öffnen jetzt die Büchse der Pandora. Zuerst kommt da Kinderpornografie raus, dann terroristische Propaganda, jetzt geht es gegen Pornos. Sie sagen, das sei nicht gesund. Sie benutzen das alles, weil sie in Wirklichkeit sich vor allem um die politischen Meinungen und politischen Seiten Sorgen machen. Sie zensieren jetzt schon viele politische Inhalte, vor allem alles, was Seiten aus der Südosttürkei betrifft, alles, was kurdisch ist. Viele kurdische Seiten sind gesperrt in der Türkei. Es ist nicht Pornografie oder der Schutz der Kinder, ein sicheres Internet, das wir hier bald haben in der Türkei. Es ist einfach nur eine Zensur.